Meine Damen und Herren, wir haben heute ein Gespräch mit Bündnis 90 Die Grünen geführt. Für uns ist nochmal wichtig, die CDU hat diese Wahl nicht gewonnen. Wir liegen auf Platz 2, CDU und CSU. Aber wir haben eine Situation, in der in Deutschland jetzt eine neue Regierung gebildet werden soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine ist ein Jamaika-Bündnis. Und ob das möglich ist, das war der Sinn des heutigen Gesprächs. Wir hatten einen guten Austausch. Man konnte in vielem gedanklich nochmal an 2017 anknüpfen, wo wir ja schon über viele Themen auch gemeinsam gesprochen haben. Und wir glauben, dass ein solches Bündnis eine Breite in der Gesellschaft hat, die es wirklich möglich macht, das Land in den nächsten Jahren zu modernisieren, voranzubringen. Und deshalb danken wir für die gute Atmosphäre, den offenen Austausch. Es sind auch Gegensätze deutlich geworden, denn natürlich gehören wir unterschiedlichen Parteifamilien an. Es ist aber nicht so, dass Gegensätze nicht überwindbar sind. Und das müsste man, es wird dann noch besprochen, vertiefen. Es würde lohnen. Aber ob der weitere Weg so geht, das entscheiden natürlich FDP und Grüne. Die werden sich ja jetzt wieder zusammenfinden. Die Union jedenfalls ist bereit, diese Grundidee einer Modernisierung des Landes Tempo zu machen bei vielen wichtigen Themen, die mit zu unterstützen und weitere Gespräche zu führen.